Hey und willkommen hier zur zweiten Baufolge zur Base Mountain Villa. Bauen ohne Packs in die Sims 4. Ja, ein extravagantes Architektenhaus, würde ich jetzt mal sagen, ne? On top of the world. Schon krass. Vielen lieben Dank für eure Kommentare in der letzten Folge. Heute geht's weiter und ich habe mir überlegt, ne? Ich zeige es euch auch nochmal kurz. Nachmittags, hier um 14 Uhr, geht die Sonne. Also die Sonne geht schon so rum, wie ich jetzt drauf gucke. Morgens, mittags, abends, wie man gerade gesehen hat, so ganz in Orange. Wäre natürlich besser, wenn der Pool dann quasi auf der anderen Seite ist. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Ich möchte aber nicht das ganze Gebäude drehen, sondern nur den Pool vielleicht auf der anderen Seite andocken, damit der noch so ein bisschen mehr, ja, das sieht ja noch instabiler aus, wenn ja, damit der abends auf jeden Fall noch dabei ist. Aber die Terrasse, die große Terrasse, die wir ja auf der Seite haben, die lassen wir auf dieser Seite, weil hier eben nachmittags das Licht kommt. Hier ist ein bisschen Schatten, obwohl es hier na, natürlich die geilere Aussicht wäre in diese Ferne hier. Machen wir das mal so. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich habe letztes Mal auch gefragt, baue ich nur mit dem Base Game oder soll ich mit CC oder auch mit Packs oder wie machen wir das? Und die allermeisten waren dann doch dafür, dass ich mit dem Base Game das mache. Es gab einige Likes auch dazu. Das geht jetzt gar nicht, weil das Spiel sagt, das ist ein Dach, darfst du nicht bauen. Probieren wir das mal, dass wir hier nochmal im Pool andocken. Ja, vielleicht machen wir den auch nicht ganz so weit raus. Breiter würde ich den nicht machen, weil dann wirkt es noch schwerer mit dem Wasser. Und wir müssen dann hier auch gucken, dass wir da nochmal so die Terrasse quasi drumherum machen, die wir ja jetzt auf der Seite haben. Könnte man auch lassen auf der Seite, muss nicht unbedingt. Aber dann, ja, dann hätte man da die schönere, ich sag jetzt mal die geschwungene Form. Die geht ja hier so ein bisschen unter, weil hier ja der Pool ist. Dann machen wir das doch so, dass wir hier komplett das Ding, dass wir hier die geschwungene Form haben. Auf der anderen Seite dann den Pool. Nur, dass dann so ein bisschen durchbrochen wird, sag ich mal dazu, oder? Man muss ja auch zum Pool rankommen. Und weil das so geil ist, dass das Wasser hier schon bis zur Mitte geht, machen wir das mal hier so. Und ziehen das Ding auch, machen wir drei Kästchen, oder? Hat man ein bisschen mehr Luft dann, ja, ist okay. It's okay, it's alright. So, ja, man nimmt dann da natürlich nochmal die Fenster auch dazu. Da würde ich mal machen. Ist schon eine Challenge, ne? Übelst hier. Nur mit dem Basecamp zu bauen, auch sowas dann auch noch. Was halt schon modern ist, wenn ich allein schon an die Liegestühle denke. Wobei, da haben wir auch einen, habe ich mir sagen lassen. Der hier so ein bisschen krasser dann auch noch schöner aussieht. Nicht dieses Billig-Plastik-Ding aus dem Basecamp. Und vielleicht machen wir dann eine Extended-Version, ne? Also mit allen Packs. Müssen wir hier nochmal gucken. Dann machen wir ja, die Fenster hier zu machen, wäre natürlich auch schon möglich. Dann würde ich aber sagen, wir docken hier außen mal an und ziehen das dann bis da rein, dass wir nicht bis ganz nach innen gehen, aber schon ein bisschen in das Dach rein. Ist alles nur auch noch ganz roh. Ich weiß, viele können sich das immer nicht vorstellen. Daniel, was ist das komisch hier da? Kriegen wir alles hin, glaube ich. Das ist die Challenge. Das ist das Geile daran. Deswegen baue ich auch so gern, weil man weiß am Anfang nicht, wie es am Ende dann doch wird. Das ist immer ein bisschen kritisch. Wir müssen die Felsen noch ein bisschen hoch machen. Das war auch so euer Feedback noch. Ich möchte aber erstmal kurz gucken, ob wir da dann direkt mal auch nochmal die Wand hier schön machen. Das sieht nämlich auch gleich dann viel besser aus, wenn das nicht mehr so rohbaumäßig ist. Und auch bei den Dächern machen wir so eine Umrandung mal hin, oder? Da würde ich mal die schmale da, die schöne glatte schmale da mal nehmen. Und bei dem Boden, da ja, ist immer noch die Frage, was machen wir da für einen Zaun hin? Wenn man da einen Zaun hin macht, dann sieht es gleich blöd aus. Weil ein Zaun ist halt immer dann, da macht er ein bisschen die Form kaputt. Ich möchte jetzt da eigentlich nicht nochmal so einen Schwung hin machen. Und Basegame-mäßig würde ich, glaube ich, sogar in die Richtung dann gehen. Auch wenn das schwer wirkt, merke ich gerade. Eieiei. Ja, die ist halt immer durchbrochen. Das wäre schön, wenn das ein Vollglaszaun wäre. So wie der aus Zeit für Freunde. Aber das machen wir ja in dieser Reihe nicht. Das ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Basegame. Das Ding ist zu hoch, ist aber auch durchbrochen. Das ist natürlich das Nächste, ne? Das wäre der Idealzaun. Ja, es ist immer ein bisschen... Wie man es dreht und wendet, ist blöd. Man könnte auch mal was probieren. Und zwar, wenn man den Zaun vielleicht nimmt und dann ab und zu mal diesen Glaszaun dazwischen macht. Wo ist er jetzt wieder? Der da. Dass man das irgendwie mal so probiert, wie das aussieht, wenn man das irgendwie, ne, so alle zwei oder irgendwie soll ich mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Damit das nicht so... Damit es schon irgendwie, besonders aussieht oder nochmal irgendwie einen eigenen Touch bekommt, wie soll man das sagen, ne? So irgendwie, sieht geiler aus, oder?
Sieht besser aus als nur so ein Zaun. Das wäre irgendwie langweilig. Müssen wir nur gucken, dass wir hier, wenn wir das so finalisieren, dass wir da auch rauskommen mit dem Ding. Und es ist gut, wenn man erst den zieht, weil dann, ne, er zieht er schon. Es macht immer den Pfosten, ist ja auch ganz interessant, macht immer den Pfosten, der zuletzt gezogen wird. Und ich finde den Metall, oder? Wenn man den jetzt eigentlich, könnte man auch nur so Glas dazwischen machen. Aber das wäre schon zu schnörkelig, ne, mit diesen anderen Pfosten da. Ja gut, oder den da, der ist halt ein bisschen schwerer wieder. Weil man... Hallo, wo habe ich jetzt den Zaun platziert? Sind wir da irgendwo unter der Erde oder was? Ja, wenn da die Pfosten weg wären, wäre der natürlich schöner. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr. Natürlich wieder die Sache jetzt. Wie macht man das? Ja, wäre auch schon geil. Ja doch, dann nehmen wir doch den da, ne? Den machen wir jetzt erstmal... Machen wir jetzt erstmal den. Ich probiere rum. Daniel probiert hier wieder. Jetzt erstmal den und dann können wir da vielleicht so... Ja, wäre schon besser, wenn man erst den... Ja, da müssen wir erst den Glaszaun machen. Jetzt habe ich wieder irgendwo, bin ich irgendwo wieder unter der Erde gelandet. Ich muss hier mal ein Stockwerk runter. So, auf ein neues. Wir machen erst diesen Glaszaun. Ja, hat nichts mit Joko zu tun. Und dann nehmen wir den da und packen den dazwischen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie weit. Müsste ja das schon... Dann wäre das hier das, wie könnte man das? Ja, es ist schon zu schwer, oder? Das so macht. Aber so schön ist das auch nicht. Das ist voll blöd. Ich hätte gern ohne Pfosten. Aber wie das machst, ist falsch, ne? Wie das machst, ist falsch. Der ist schon leichter dann auch. Man kann den schweren Stein da oben eigentlich auch noch draufpacken, ne? Das wirkt sonst zu massiv. Wir hätten noch den im Angebot, aber das ist auch wieder Stein. Aber ne, ich will irgendwie halt was Besonderes. Wisst ihr? Wisst ihr, wisst ihr? Was haben wir denn noch im Base Game? Gibt es da irgendwie noch ein bisschen was? Was Cooleres? Qual bei der Zaunwahl hier. Wir haben noch die hier, aber die sind auch irgendwie so ein bisschen tief. Man könnte natürlich auch Halbwände nehmen. Das ist auch mal noch die Sache. Das wäre vielleicht auch eine coole Alternative mal. Weil wir können jetzt auch schön die Fenster stückeln. Da würde ich das mal probieren. Also die mittlere braucht man schon, sonst ist es nicht wirklich ein Zaun. Dann kannst du es auch weglassen. Wenn du das niedrigste nimmst, das ist schon sehr niedrig. Ne? Es gibt auch noch diese Halbwand-Toppings. Leider nicht im Base-Game. Ich gehe mal kurz rein. Baby.showHiddenObject, ob da nicht doch noch welche kommen. Weil ohne Base-Game gibt es da ne, diese da, aber das sind nur... Packs. Das wäre natürlich wieder luftiger, ne? Das ist mein Base-Game-Fail hier. Aber wir lassen uns da nicht unterkriegen, würde ich sagen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Was ist, wenn man da nochmal einen Zaun, dann macht er das so, ist auch dämlich. Mal davon abgesehen, da könnte man hier wieder... Nee. Das macht er immer so. Das ist ja mal doof. Ja, okay, aber das wirkt auch nicht so gut. Da müsste man die mittlere Halbwand nehmen. Also die zweite hier, ne? Dann wird's, ja, dann machen wir das so. Machen wir das mal so und dann ziehen wir Glas dazwischen. Aber wie weit? Ist auch wieder die Frage, ne? Schade, dass wenigstens das obere... Wäre cool, wenn das obere wenigstens hier bleiben würde. Das hätte irgendwie auch was. Ne? Wenn wir so einen Zaun und oben drauf nochmal so ein... Vielleicht können wir auch... Haben wir irgendein Objekt, ein Debug, das wir da draufsetzen können, dass das so aussieht wie jetzt hier, während ich ziehe? das wäre nochmal was Cooles irgendwie. Jetzt gucken wir mal. Jetzt. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ich will da, auch wenn es jetzt wieder ewig dauert, aber ich will da irgendwas Geiles haben. Ich hoffe, es geht. Wir gucken mal in... Haben wir schon Hidden Objects? Haben wir schon, ne? Gibt es da irgendein Objekt? Guck, man hat diese Holzplanke da. Die könnte gehen. Ist echt schwierig, die dann auch da drauf zu platzieren. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch? Haben wir so eine Angel für Kinder. Du musst aber echt aufpassen bei dem Zeug. Manchmal fängt das an zu brennen hier plötzlich. Was ist denn das?
Schirmstände oder was? Ich sehe nichts. Hier ist so klein. Brettregale, Holzregale. Was fällt einem noch ein? Gut, man hat das hier noch. Das wäre natürlich auch noch möglich. Wenn man diese vergrößern, diese Bilder nimmt. Das ist auch mal so ein schönes, flaches Objekt einfach. Hüpfen das immer hin. Hier, bleib mal da. Wenn man das hier irgendwie nimmt, das ist gar witzigerweise genauso hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Aber man müsste ja auf der Rückseite wieder. Dann hast du wieder das Geschieß hier damit. Ja, das ist auch vom Licht her. Man kriegt immer so Streifen. Kein Sinn weiß, warum. Das hätte auf jeden Fall was, wenn man das hier irgendwie nochmal... Na, da könnte man hier vielleicht... Aber da musste es musste gegen die Wand machen. Sie hätte dann auch noch was. Das ist so irgendwie so panelmäßig, was da hast. Ach, ist das blöd. Ich probiere es jetzt erstmal nochmal mit den Fenstern, weil das will ich noch mal ausprobieren. Weil wir haben jetzt Fenster und die sind jetzt nicht mehr so zickig wie früher. Man könnte das nämlich so machen. Ne, dass man das hier so irgendwie so macht oder so. Das ist ja nämlich auch noch eine Possibility. Oder man nimmt die niedrigste Höhe und platziert das so. Oder man macht es weg und lässt es dann quasi in der Luft. Also nicht ganz in der Luft, aber dass man es... Das wäre nämlich auch noch geil. Aber welche Fenster sehen denn da am besten aus für so einen Zaun? Der hat immer so einen breiten Rahmen, dieses blöde Fenster da, ne? Weil das wäre auch noch möglich, wenn man das so nimmt als Geländer. Aber ich hätte gern eins mit schmäleren Rähmchen. Vergrößern ist ja halt auch nicht, ne? Dann macht er das ja so nach oben. Nimmt man irgendein Fenster und macht das als Zaun. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen hier, ja. Oder das da, das wäre auch noch nicht schlecht. Wenn man das nimmt, ist so ein bisschen Retro-Style halt gleich wieder, ne? Aber weiß muss es eigentlich schon sein auch. Und dann könnte man das hier schön platzieren und dann diese Wand wegmachen. Und dann hätte man es so, aber ich glaube, die dann gefallen mir dann besser, wenn die ein bisschen tiefer sind. Ja, ich mache nochmal hier Kommando zurück. Ah, die haben wir ja auch noch. Moment mal. Das sind eigentlich nur zwei Stück von dem Einzelnen, ne? Die kann man mittlerweile auch rausschmeißen eigentlich. Man kann die jetzt ja nebeneinander platzieren. Man könnte auch so eins nehmen, der hätte mal ein bisschen Farbe. Ja, ist nicht so easy. Die sind, glaube ich, die sind auch ein bisschen zu hoch. Ja, sonst haben wir auch nichts im Base Game. Aber vielleicht habt ihr da ja jetzt auch wieder, das sage ich ja immer wieder, probiert einfach mal aus und guckt, was dabei rauskommt. Wenn nichts dabei rauskommt, ist auch egal. Aber ihr habt es dann wenigstens probiert. Das ist auch wieder blöd, weil die halt nicht direkt übereinander sind, wenn man die platziert, ne? Wenn man das jetzt wieder eins höher macht, dann hat man da wieder... Wenn ich die Halbwand rausnehme, dann schwebt das halt. Na, ist nicht so günstig. Man kann die natürlich frei bewegen, aber wenn ich jetzt da hunderte von Fenstern frei bewegen muss, hab ich dann. Aber das wäre natürlich geil. Man könnte es auch anders machen. Man nimmt das, was man schon hat. Weg. Und kopiert es sich einfach. Also dieses Wandstück, kriege ich das jetzt oder kriege ich das gar nicht? Nimmt er mir wieder den ganzen Raum, du. Ach, das ist doch nichts. Ist das denn der Possibility hier? Ist das denn, das ist doch nicht wahr. Machen wir es unten. Wir machen erstmal unten, können wir auch immer gleich drei machen. Holen wir jetzt das Fenster, dann kopieren wir uns die Wand. Dann müssen wir das nicht jedes Mal wieder neu platzieren, hier so frei. Sondern können einfach das nehmen. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, aber es sieht eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Ja, da blendet hinten nämlich die Wand immer aus von dem Fenster, ne? Aber da kann man mal drüber hinwegsehen. Aber das ist natürlich auch, muss man auch sagen, der Preis dafür. So, jetzt kann man das nämlich mit Shift hier kopieren, wie man will. Sehr gut, geht sogar auf, so will ich das doch. Ja, also, ja, perfetto, ja. Sehr gut, schon hat man ein bisschen Zeit gespart. So, bis man das rausfindet, ist natürlich auch immer schon mal das Wichtigste. Auf jeden Fall platziert.
Und dann kann man die einzelnen immer noch machen jetzt. Ja? Die Lücken. Mut zur Lücke hier. Okay, machen wir das hier auf. Ja, jetzt wird's ja spannend. Kriege ich nachher wieder die Halbwand weg oder kriege ich die gar nicht mehr angetatschelt? Ja, man muss halt mal auch mal was probieren. Nicht immer nur hier Zaun ziehen und fertig. Man muss ja mal was Geiles bauen. Oh, im Eck haben wir jetzt ein Problem. Haben wir nämlich dann nachher eine Lücke, du. Das ist nicht so blöd. Das ist nicht so gut. Wir können hier vielleicht, jetzt sieht das auch gar nicht so schlecht aus, wenn man da so ein Dinger nochmal reinzieht, ne? So ein Geländer. Man könnte auch mal probieren, das Höhere zu nehmen. Das. Ne, dass man oben doch nochmal ein Geländer hat. Es wird zwar ein bisschen höher. Aber es sieht, glaube ich, ganz geil aus. Wobei dieses Durchgezogene da auch geil wäre irgendwie. Das eine ist schon fast wieder zu langweilig, ne? Ja, würde ich mal sagen. Dann machen wir das nämlich so. Dass wir das drin lassen, die Halbwand. Dann ist es sogar nicht mal in der Luft und Move Objects gesichert hier, ne? Das ist wie so eine Kindersicherung. Wenn die Fenster nämlich in der Luft schweben, dann kann es gut sein, dass die mal irgendwie. Was ist mit dir los? Du siehst irgendwie anders aus als die anderen. Was sind du für einer hier? Du bist ein Ausreißer. Ausreißerfenster, oder? Probier dich mal umzudrehen. Punkt und Komma geht auch an der Wand. Einer gepfuscht hier. Von den Handwerkern. So, dann haben wir das auch mal gelöst. Finde ich ganz geil, glaube ich, oder? Ist auf jeden Fall individuell. Das ist es auf jeden Fall. Ja, irgendein Geländer braucht man da. Das ist so, schade. Aber ist halt so, wa? Müsste man das unten auch machen. Ich kopiere. Haben Sie kopiert? Ich habe kapiert. Okay, da geht ja voll gut auf. Hier haben wir voll Glück hier mit diesen Dingern. Ja, voll Glück hier. So. Jetzt weiß ich nicht, ob es weniger Arbeit ist, das ineinander zu platzieren. Und dann zwei Fenster zu löschen hier wieder. Nee, ist nicht mehr Arbeit. Komm. Nee. Ich will dich jetzt. Ja, jetzt können wir es auch. Jetzt können wir es auch nehmen, weil auf der Rückseite muss man halt schon entfernen, sonst flackert es da wieder. Auf der Rückseite ist es nicht so schlimm, weil da geht das so nach oben raus und dann ist das wie so eine Art, ne, nochmal hier, da kannst du eigentlich fast nicht drüber. Ne, das ist, ja. Ja, es ist nicht so schön, wie ich mir gedacht habe, aber. Vielleicht habt ihr noch einen Kompromiss. Eine Kompromisslösung. Probiere ich es mal wieder damit. Ja. Ist immer ein Kompromiss. Aber ich finde es immer noch besser als das Urglas. Das Standardglas, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist halt jetzt. Man braucht ein Geländer. Hilft nix. Space Game gibt's nur einen undurchbrochenen Zaun. Wenn man da jetzt nochmal das schöne weiße Bodelein hier nimmt. Dann sieht das nämlich gleich nochmal aus einem Guss aus hier. Lecker Schmecker. Aber eigentlich springen die Sims da nie runter. Aber du musst es halt trotzdem irgendwie absichern. Das kannst du nicht machen ohne. Geht nicht, ne? Weil oben die Kante da auch nicht so schön ist mit dem Schwarz da, ne? Auch nicht so toll. Naja, wie machen wir es denn? Schreibt mir das nochmal bitte. Wir müssen nochmal gucken hier. So, jetzt nehmen wir da nochmal einen Vorsprung. Nehmen wir den breiten oder den anliegenden. Ich will mal den anliegenden nehmen. Ja, komm. Das unten nehme ich auch nochmal gelöst. So. Und. Wow, ne? Bam, bombastisch. Das ist schon ein bisschen viel, zu viel das Gute, ne? Sollen wir nicht doch wieder ein Glasding machen? Oh, ist das blöd. Ich sag nur, probiert das aus, Leute. Das sieht danach immer noch besser aus hier. Man könnte es ja auch so machen, dass das doch weg ist, diese Leiste. Und am Rand dann dieser Pfosten auch. Das wäre auch noch drin. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Hat so ein bisschen was von. Ich weiß auch nicht. Diesem Gitter da, wie so ein Gitter. So ein Gattergitter. Den Zaun dazwischen ziehen.
Ich finde halt, im Rand sieht es jetzt besser aus, weil dieser Rand dann schön zu ist. Das ist so mein... Ja, ich glaube, so gefällt es mir doch besser, ne? Glaube ich besser, ja. Haben wir denn noch einen anderen Zaun, der da irgendwie, wenn der so ein bisschen rausguckt, das wäre ja irgendwie auch cool. Wenn man sowas irgendwie macht oder so, hat man wieder die Pfosten, aber... Dass man sowas irgendwie integriert oder... Ah, ja. Was haben wir denn noch im Base Game? Eine Hecke. Die schmalen vielleicht. Das sieht man die Fenster nicht mehr. Ja, das ist wie ein kleiner Zaun und oben halt noch so ein Glaszaun drüber. Probieren. Hier kommt man auf was anderes dann. Das sieht man wieder gar nicht. Ich hab, glaube ich, nur am falschen Stockwerk hier gezogen. Ah, die zieht es dann so durch. Guck mal an. Das hat natürlich auch was, aber es ist schon... Ich hätte eher reduziert, ne? Statt nochmal was hinzugefügt. Wird nicht leichter. Wird nicht besser. Base Game. Wenn man den vielleicht in weiß nimmt. Und jedes zweite oder so entfernt. Ein bisschen zu viel Schnörkel wieder, ne? Also echt nicht so easy, Leute. Not that easy, Mensch. Schade. Aber der Pfosten ist geil. Kann ich nur den Pfosten bitte haben? Der wäre perfekt. Ja, nee, das ist auch nix. Schade eigentlich. Was sagt ihr zum Zaun? Wir müssen, glaube ich, nochmal ran, ne? Aber nur der ist auch blöd. Ich will das, glaube ich, nicht machen. Wenn man nur den Glaszaun nimmt. Oder? Ist halt simpel, ne? Keep it simple. Oh, ist das gemein eigentlich. Ist voll gemein. Ich glaube, mir gefällt es doch besser mit dem Nur-Glaszaun. Aber vielleicht können wir diese Technik irgendwann anders mal verwenden oder irgendwie nutzen. Dass man da so Fenster nimmt. Da fällt einem bestimmt was ein. Aber ich finde es jetzt... Es ist halt zu viel Rahmen. Ja, okay. Gut, Zeit verschwendet. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt brauchen wir auf der Rückseite auch noch ein paar Fenster. Die machen wir auch mal rein, dass wir diesen Rundumblick hier bekommen. Natürlich brauchen wir noch Balkontüren, aber das ist mal hier so, glaube ich, ganz gut. Dass man sich das besser vorstellen kann. Ja, hier wird es kritisch, weil da guckt man unter das Dach dann. Ja. Dann würde ich mal sagen, der Grundriss ist damit complete, zumindest außen. Das wird so eine Villa. Oben guckt eh keiner rein. Da bist du viel zu hoch, da hast du keine Nachbarn, die dir in die Scheibe reinklotzen. Jetzt machen wir mal die Treppe. Ich glaube, das wird jetzt schwierig wieder. Es ist eine Challenge und ich finde es aber nicht schlecht. Wir nehmen jetzt mal die ganz schmale Treppe und probieren die mal da unten irgendwie anzudocken. Ja, irgendwo hier müssen wir ja... Oh, das ist auch schon wieder gut zu wissen, dass da hier der Dinger da ist. Ja, irgendwie muss der auch hoch. Ja, man muss ja in das Haus rein und dann auch nochmal die Treppe hoch. Also es wird nicht besser. Und dann müsste man hier irgendwo mal runter. Jetzt gehe ich einfach mal... Oh, das sind wir schon im... So, jetzt gehe ich hier mal einfach runter. Jetzt gehen wir mittig mal rüber. Und da ein bisschen mehr Luft hat. Da können wir unten noch die Felsen platzieren, aber ich würde erstmal die Treppe platzieren und dann die Felsen anpassen entsprechend. Weil die Treppe da ein bisschen zickiger ist, sage ich mal, ne? Das fängt ja schon gut an hier. Können wir ja mal ein bisschen weiter rüber, dann geht's vielleicht, ja. Dann mal eins runter. Ja, da ist noch okay. Ein bisschen Stein darf durchgucken. Es darf auch gern so in den Felsen rein. Da macht mir gar nichts. Gehen wir hier mal wieder rum. Ah, oh, da wäre schön, da unten ist so ein Plateau. Guck mal an hier. Können wir das vielleicht auch nehmen? Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen simpel. Aber irgendwie hat es was. Jetzt ist die Frage, nehmen wir hier uns so ein Treppengeländer oder machen wir das ohne? Weil in den Stein rein ist natürlich auch komisch. Ich würde es aber mal machen. Dass wir das probieren, dass wir nur
haben wir schon die Steine? Haben wir schon die Steine freigeschalten? Nee. bb.show-live-edit-objects. So, ups, einmal zu viel Escape. Leertaste in die Suche, Enter runter scrollen. Steine, habe ich falsch eingegeben? Oh nee. Das wäre das Beste, wenn man auch noch mit falsch eingeht. bb.show-live-edit-objects. Was für eine Challenge hier wieder. Wieso geht denn das nicht? Da sind sie doch. Jetzt geht's. Ja, wir müssen jetzt wieder gucken. Also wir können hier auf jeden Fall mal so ein paar von denen hin platzieren. Das ist immer gut. So ein bisschen was hier. Wie sieht das echter aus? Geröll. Jetzt haben wir die da. Wir haben die da. Der sieht gut aus. Jetzt wird den da vielleicht nochmal hier irgendwo auch nochmal eine Ergänzung machen. Pack mal die weiter weg. Wenn man das so macht. Ja, das sind die richtigen. Oh, das ist gut. Das trifft sich gut, dass der so schräg nach oben geht. Weil dann können wir den so rum parallel mehr oder weniger zur Treppe hoch machen. Können wir nochmal eins verkleinern oder? Ne, ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Dafür gern so ein bisschen auch rein. Die Sims laufen zum Glück in der Mitte. Da ist auch nochmal ein bisschen, darf man am Rand hier abschneiden, ne? Teilweise geht es auch in die. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht. Ne, wenn die Felsen gleich aussehen, dann ist es immer ein bisschen doof. Was haben wir denn noch für Felsen? Wir haben noch so einen da, der ist, glaube ich, mal besser. Dass wir die immer die gleichen Felsen nehmen. Ja, da kann man auch gerne mal ein bisschen größer werden. Hier, guck mal an. So, ums Eck rum. Der ist aber schon wie ausgestanzt hier. Dass man quasi in den Fels rein hochläuft. Wisst ihr? Das ist schon geil so, da passt schon mal. Ja, das sieht das mehr so integriert aus, wie toll. Jetzt müssen wir da oben nochmal gucken. Wir holen uns nochmal so ein. Packen den auch mal ein bisschen größer und packen den nochmal ein bisschen hoch. Das ist hier wieder Felsarbeiten hier, ne? Lautstärke incoming. Dass das hier nochmal ein bisschen unter dem Haus auch, wollten wir ja auch. Müssen wir wieder aufpassen, der guckt jetzt in die gleiche Richtung wieder, ne? Nicht so gut, wir müssen den umdrehen, irgendwie so oder so. Haben wir mehr Fläche. Ich würde mal so machen. Ja, geklonte Felsen sehen nämlich blöd aus. Dass man das mal so macht. Ja, richtig, es ist massiver da unten drunter auch, ne? Das ist ganz geil. Ja, ich glaube, es ist geil. Okay, und dann können wir da noch mal irgendwo anders auch noch mal ein bisschen Fels, vielleicht da hinten noch rein, wobei das ein bisschen drumherum gucken kann. Da wird einerseits die Treppe natürlich auch versteckt. Vielleicht gehen wir auch noch ein Stück weiter. Der schmiegt sich da so schön ums Eck auch drumherum. Das ist ein bisschen weiter rüber, dachte ich. Und hier noch mal so ein bisschen. Dann kannst du ja da drunter noch mal hier so ein bisschen auslaufen lassen. Dass das hier noch mal ein bisschen flacher wird, bevor es ganz aufhört. Auch hier schöne Schatten dazwischen, ist auch ganz gut. Das sieht man, wow. It's amazing. Würden die Entwickler sagen. Und das ist, dass das hier so ein bisschen sich aufbaut. Dieser Felsen da, ne? Das ist hier so ein bisschen mehr, naja. So wie da drüben. Ich gucke immer so ein bisschen auch in die Umgebung. Das soll ja so ein bisschen auch in die Umgebung integriert aussehen. Dass hier nochmal so eine Erhöhung ist. Haben sie den einfach dreimal vergrößert hier, das Ding nur. Das ist ja auch nicht so schön. Ja gut, dann auf der Seite geht es halt runter, die Klippen da, ne? Das ist so ein. Weiter raus können wir nicht, weil das ist die Grundstücksgrenze, leider. Leider. Ja, wenn da noch ein bisschen Grün drumrum und da noch ein bisschen was, und dann ist es, glaube ich, ganz gut, ne? Jetzt probieren wir das gleich mal. Wir haben noch da so schöne Palmen. Wir da so ein paar davon noch reinmachen. Das unterstreicht auch nochmal diese Größe von diesem Berg und dieser Villa da oben. Wenn da unten so kleine Bäume stehen, am besten immer drei Stück. Das ist so eine kleine Regel. Am besten aber auch unterschiedliche Größen. Nochmal noch kleiner hier. Hier mal eine größere. Irgendwie so ein bisschen, ne? Da müssen wir ein bisschen weiter auseinander hier. Noch auseinander, Kinder, auseinander.
Das ist so eine Gruppe irgendwie, so eine Dreiergruppe. Das ist, da darfst du nicht so arg durchwachsen durch dein. Durch dein Elterpalme. Jetzt. So. Ja, es ist nicht so gut. Wir haben aber zwei verschiedene Palmen. Da machen wir hier nämlich eine mittelhohe auch noch. Die lassen wir darüber wachsen und die kleine. Die kommt dann darüber. Ja, das ist nämlich jetzt eine schöne Kombination. Die ist schon ganz gut. Da drüben müssen wir auch nochmal eine kleiner machen, vielleicht. So. Und dann packen wir hier nochmal eine größere auch dazu. So als Ausreißer. Die Ausreißerpalme. Wege zum Wasser. Ja, das passt schon mal. Ja, geil, oder? Ja, geil. Jetzt wird's. Ja, das wird. Ja, jetzt wird's auch so ein bisschen versteckter. Und dann ist alles nicht so. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich schon ganz geil. Aber man hat immer noch diesen Abstand zum Balkon, dass das richtig schön drüber steht. Und jetzt, wenn wir die Extended-Version machen, machen wir da Glasböden rein oder so da oben. Dann sieht es noch geiler aus und ein schönes Geländer und so. Ja, wir machen Extended, aber erstmal Base Game. Das ist nämlich immer die Sache, dass es halt viele sich runterladen können auch. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir da noch eine Tür reinmachen. Zum Glück haben wir da so einen Abstand-Podest gemacht. Da nehmen wir jetzt mal die da. Das ist so die simple Tür. Simpleste Tür ever. Dann können wir oben, aber würde ich dann doch die nehmen, damit es nicht das sehr unterbrochen wird. Oder die ist auch geil. Das ist halt so schön. Das ist die simple. Die sieht so ein bisschen altbacken aus. Ne? Wenn du so eine moderne Villa baust, dann nimmst du eigentlich eine modernere Tür. Nicht diese fetten Rahmen da und so ein bisschen blöd. Aber ist immer noch besser als. Dann machen wir hier auch das parallel oder dass das auf der Seite ist. Wenn man da auf einer Seite so eine Ecke hat. Ja, kann man vielleicht noch einen Raum reinziehen. Wir müssen auch gucken, wo machen wir das Bad. Wird das alles offen oder? Oder wie machen wir das? Ich habe noch gerade eine Idee, wenn ich gerade im Pool hier sehe. Ich hole mir mal das Dach, oder? Vielleicht können wir das auch nochmal, ja, oder so rum. Unter dem Pool irgendwie nochmal so einen Schwung machen, dass der nicht so. Dass der nicht so allein ist, aber müsste man, glaube ich, dann drehen, ne? So, irgendwie ein schmaler natürlich auch noch. Kann man das bis zum Ende hier, oder ist das? Ne, das geht nicht schnell. Lässt er mich das nicht machen hier? Ich hätte aber gerne eins zurück. Eins muss überstehen. Okay, aber wir könnten bis zum Haus. Dann machen wir eins raus auf jeder Seite. Ich gucke jetzt einfach mal, wie das aussieht. Ich weiß es auch noch nicht. Es hat schon was, aber es ist zerstört so ein bisschen diese, ne, links Richtung. Und da geht es dann so nach außen. Vielleicht, wenn da oben nochmal ein Dach drüber ist, ist es wieder. Da geht es natürlich wieder nicht über den Pool, ne? Schade eigentlich. Aber das wäre cool, so am Rand vom Pool dann diese Schwingdinger, aber die Dächer, die gehen nicht neben dem Pool, auch wenn ich es nur ein Kästchen breit mache, müsste ich es zwei Kästchen breit machen. Also müsste ich es hier hin machen dann. Und dann hier rüber verlängern, das würde gehen. Aber das ist zu breit. Was ist, wenn wir da oben nochmal ein Dach, vielleicht auch ein Glasdach oder so? Dass man das nochmal wiederholt. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat's was, ne? Irgendwie ist geil, aber irgendwie ist auch scheiße. vielleicht muss ich das irgendwie umdrehen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie besser, wenn das hier so nach unten und. Das ist auch nicht wirklich besser, ne? Das ist ein bisschen schade. Nee. Irgendwie ist komisch geworden. Eieiei. Also, ich weiß nicht, irgendwas fehlt doch da jetzt noch, oder? Bei dem Pool. Ich habe ihn jetzt ja auch schon eins kürzer gemacht. Damit er nicht so extrem übersteht. Aber ich weiß nicht, ob es besser aussieht, wenn da noch ein Felsen drunter ist. Müssen wir das mal ausprobieren, weil das hat schon was, dieses Überstehende. Das ist so dieses Krasse irgendwie da dran. Hi. Eieiei, was wir tun denn? Ich guck's mir mal so an irgendwie. Das geht schon, oder?
schon okay. Aber das sieht das blöd aus mit dem Dach. Ich finde es halt ohne Dach sieht so ein bisschen kantig aus. Wir haben sonst nicht so was Kantiges in diesem Haus. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen fehlt irgendwie was. Das hat irgendwie nochmal diesen Flow. Das ist so, ach, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so fies. Da haben wir immer so eine Sache, ne? So eine persönliche Sache auch. Wir müssen wieder auch mal gucken, wie das aussieht mit Säulen. Wenn man da noch mal ein bisschen diese Säulen da reinpackt, damit diese Fensterrahmen da so ein bisschen kaschiert werden. Man könnte auch die Fenster noch mal ein Stück hoch machen. Vielleicht ist es auch das, was mich stört, dass man hier, ne, dass hier die Kante da ist. Muss man jetzt voll aufpassen, dass man nicht nach rechts oder nach links rutscht mit den Fenstern, wenn man da Alt drückt. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Hätten die auch so eine Funktion einbauen können, dass wenn man Shift drückt, dass es nur in eine Richtung geht und nicht rechts und links. Wer ein Grafikprogramm kennt, weiß, was ich meine. Oder ein Layout-Programm. Ich glaube, das sieht schon mal besser aus. Ja. Jetzt können wir unten am Pool noch so eine Leiste machen. Geht das auch bei Pools unten? Müsste eigentlich schon gehen, ne? Ja, so irgendwie so eine. Da müsste die Breite dann raus. Jetzt hier nochmal ein bisschen. Ja, wir haben ja trotzdem diesen Unterschied dann. Ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn man das so macht. Mhm. Ja, es wird. Es wird schon irgendwie. Jetzt haben wir so einen Flügel, da müsste man eigentlich auf der anderen Seite auch noch so einen machen. Sonst kippt so ein bisschen, ne? Das kibbelt irgendwie jetzt. Es kibbelt. Ist schon witzig. Ich will da runterrutschen da. So. Das ist so geil. Oder? Springst du da? Whee! Spielkind, incoming. Es sieht nur von einer Seite gut aus. Und wenn man so von vorne direkt guckt, ne? Profil. Ist nicht gut. Ja. Aber was auch cool wäre, aber das geht auch nicht. So in dem Dach eine Treppe runter, ne? Aber das. Da zickt da rum dann, ne? Wir müssen schon unten rein. Okay. Ich bin echt am Überlegen, wie ich das mache. Aber ich find's geil irgendwie. Ist auf jeden Fall spannend. Wir könnten auch noch hier so oben auf diese Felsen, das haben wir jetzt, da hinten sieht man so ein bisschen, dass da immer so ein bisschen grün dazwischen ist, dass wir da nochmal diese Büsche da irgendwie reinsetzen auch. Oder Bäume ist auch nicht schlecht, man kann ja so Bäume nehmen. Die sind ganz schön. Und die dann so dazwischen irgendwie packen. Mit Level Up hier. Hochleveln. Dass da so ein bisschen grün noch dazwischen hängt. Nur so ein bisschen, nicht überall, so zwei, drei Stellen oder so. Dann kaschiert man einerseits die Kanten und andererseits hat man da nochmal so ein bisschen was buschig unten rum. Hier vielleicht auch nochmal ein kleines Stückchen, dass da so ein bisschen was rumwächst noch. Ne? Wie ist der? Okay, aber so ist schon mal cool. Sollen wir die Treppe so weiß lassen? Oder nehmen wir da einfach eine andere Farbe, was ja auch geht? Gibt es denn da eine schöne Steintreppe? Da gibt es eine so Türkisfarben, ne? Dass man das so quasi im Fels reingehauen hat, diese Treppe. Das wäre auch noch cool. Es wird aber schwierig, weil wir haben nur eine Steintreppe im Base Game. Und ja, das passt schon. Und das ist gut. Dann nehmen wir die, weil das hat irgendwie was. Das ist wie so in den Fels rein. Da müsste man aber überall den Fels noch erhöhen. Dann ist das noch dezenter. Dann müssen wir hier noch was reintricksen. Dann gehe ich noch mal rein. Ich sag ja, heute Felsarbeiten. Ja, muss sein. So, wo bist du, lieber Fels? Den nehmen wir denn da jetzt wieder? Ich hätte den normalen Schrägen hier gehäbt. Gerne gehäbet. So, erstmal ausrichten, verschieben. Hochleveln. Das ist so richtig. Oh, das wird schwierig. Ja, das wird schwierig. Dass so richtig so rein gebaut ist. So richtig
richtig reingebaut. Da wird schwierig. Also die Sims dürfte das nicht stören. Die brauchen eigentlich nur unten den Slot und oben den Slot. Dann latschen die Treppe, da kann irgendwas dazwischen sein. Das juckt die gar nicht. Ja, aber da geht's schon weit rein, ne? Das ist schon hier grenzwertig. Können wir den nochmal ein bisschen hier tricksen, ja. Können wir den nochmal ein bisschen hier, vielleicht noch ein bisschen runter tricksen. Ja, ein bisschen hier rein. Ja, ein bisschen doch nochmal drehen hier. Ich habe immer Angst, wenn man da wieder was verschiebt. Ja, das wäre schon mal besser. Geil. Wenn der Pool runterkracht, kracht er nur ein paar Meter runter. Das ist schon mal gut. Jetzt sieht man die Treppe gar nicht mehr. Ich finde das voll cool. Sieht man schon noch, aber nicht mehr so extremst, ne? Voll wie so in den Fels reingehämmert. Wo hast du da? Hast du Geld ausgegeben? Okay, wir sind ja in Sims, meine Güte. Jetzt kommen wir da raus. Ist auch mal witzig. Jetzt haben wir da schön, haben wir da einen Flurbereich dann schon definiert. Anders geht's nicht. Anders komme ich nicht hoch. Dann müsste man hier eigentlich direkt weitergehen, ne? Dass man das so macht. Hat man in der Mitte, es fällt auch gar nicht so schlecht. So eine Trennung, hat man hier einen Raum und hier einen Raum quasi, ne? Also kann das so ein bisschen dann aufteilen. Das wird eh so eine ganz simpel, keep it simple Luxus-Villa. Und auf einer Seite dann das Bad, auf der anderen Seite das Bett. Und das war's auch. Mehr Platz gibt's nicht. Jetzt holen wir uns noch ein paar Liegestühle für das. Das Vorschaubildchen, dass ihr nicht denkt, Folge 1, Folge 2 hat sich gar nichts verändert. dann nehmen wir den da, den in schwarz und weiß. Ja, ne? Ja. Oh, geil. Leute, wer will hier mit mir auf den Balkon kommen? Das ist so cool. Ja, geiler Scheiß, Entschuldigung. Hässliche Bänke. Es ist doch nicht zu fassen. Ist das denn der Possibility? Wir haben nicht mal eine schöne, ganz simple, moderne Bank. Einfach eine Bank. Mann. Ja. Einrichtungstechnisch wird es auch nicht besser. Bleiben jetzt wieder nur diese einen Möbel. Wenn man das wieder schwarz-weiß einrichtet, ich mache das total gern, aber dann wäre es halt wieder ein bisschen langweilig. Vielleicht können wir jetzt auch eine Farbe aussuchen. Jetzt so ein Beige vielleicht auch. Wäre ganz cool, wenn man da so mit diesen erdigen Tönen vielleicht was macht. Dass man nicht wieder schwarz-weiß halt geht. Ja, das ist so diese. Aber wir haben schon viel Platz. Also so simpel ist es hier gar nicht. Also hier muss auf jeden Fall das Wohnzimmer rein. Ne? Dann machen wir hier die Küche. Da hat man auch viel Wandfläche. Das ist ganz wichtig. Ja. Und Essbereich weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Wir haben so viele Balkone. Ja, die sollen auf der Couch essen oder rausgehen auf dem Balkon hier in der Wüste. Da. Ja. Da regnet es nicht so oft. Und dann, selbst wenn, dann wäre es überdacht. Und hier dann ein Bett. Ja, da müssen wir mal gucken wieder. Das wird wieder ein bisschen blöd. Da müssen wir eigentlich das teure Bett nehmen. Ja, das wäre wieder das mit den Erdtönen da, ne? Ist halt die Frage. Wollt ihr schwarz-weiß oder wollt ihr so Erdtöne haben? Das ist immer, kommt immer drauf an, ne, welches Zimmer ich gerade einrichte. So, dann hier nochmal hier so ein. Wollen wir mal das Schlafzimmer nach hinten, das Badezimmer. Ja, wenn man hier zum Pool reingeht, dann ist hier eher eine Duschen auch und so, wäre gar nicht so schlecht. Und hinten dann das Schlafzimmer. Ist auch wieder schwierig. Wie stellst du das jetzt da, ne? Hier vielleicht so ins Eck. So schön freistehend. Das wird noch cool. Das sieht jetzt noch nix aus. Man könnte auch hier den Ausgang machen. Man muss ja nicht immer unbedingt. Ja, das ist hier vielleicht noch ein Hobby. Kannst du da hinten rummalen. Die Tankstelle da unten. Und hier dann das Badezimmer. Wie gesagt, da guckt halt. Es ist zu hoch. Selbst die Nachbarn da drüben mit dem Haus, da ist schon. Die können das niemals reinglotzen. Das ist das Gute. Badezimmer. Dusche. Wir haben nicht mal eine Wand für eine Dusche. Ja, da gibt's doch nicht. Man könnte auch so eine freistehende dann machen. Das ist richtig. Ja, das muss richtig extravagant werden.
Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme mit dem Base Game. In die da zum Beispiel. Das ist so eine. Ja, du musst dann da irgendwie. Komm, machen wir auch noch schräg, dass das noch so ein bisschen dynamischer wirkt. Und nicht so kerzengerade alles. Alles mit der Dusche, das weiß ich jetzt wirklich nicht, wie ich das machen soll. Wenn man da hinten nicht mal im Eck wart, ne? Also, wir haben ja keine. Wenn man eine. Die Dusche hat immer eine Rückwand. Also, wir haben keine, die voll verglast ist. Auf allen Seiten. Verständlicherweise auch. Aber hier wäre es auch schon ein bisschen komisch. Wenn die da reinsetzt einfach. Wenn man die in die Mitte packt, ist auch irgendwie komisch. Welche Dusche steht in der Mitte? Was sind da die Anschlüsse? Durch den Boden oder was? Ja, oder man macht so eine Trennhalbwand. Das wäre natürlich auch noch die Möglichkeit. Dass man hier so eine. So eine Wand macht. Ich muss schon zwei Kästchen weg von der Treppe. Und dann hier so ein. Ja, so ein bisschen Sichtschutz vielleicht auch. Und das hier so macht, ne, wäre glaube ich am geilsten. Man könnte auch mit Glasfenstern da noch die. Dass es nur so eine Glasscheibe wäre, das wäre auch cool. So eine getönte Glasscheibe wäre natürlich ideal, ne? Aber gibt's nicht. Dass man hier dann Waschbecken und Dusche macht und dann hier noch so ein bisschen Stuhldeko pflanzen, irgendwas, sowas hier. Und hier das Schlafzimmer, nachdem man da so eine kleine Abtrennung und eine Wand. Vielleicht können wir das auch unten machen. Das sind so jetzt meine Ideen. Jetzt schreibt mir mal, wie ihr das findet. Ich weiß es nicht. Wobei ich hier unten vielleicht gar nicht mal abtrennen würde. Das Küche und Wohnzimmer darf gern offen sein. Ja, da ist jetzt hier, ne? Kannst du noch runterklotzen hier? Ja. Baubedingt. Kannst du da runterglotzen? Das ist halt das Dach, ne? Da macht das Spiel keine Wand. Ist ein bisschen schade. Man könnte eigentlich auch noch was da vorstellen, aber das wird schon viel, wenn man das so hoch macht. Oder man macht halt hier doch die Fenster weg. Ja. Hier könntest du noch was drunter stellen, ein Schränkchen davor oder so, aber. Okay. Ich baue schon wieder so lang. Manometer, ja, immer wieder. Ich denke mir jedes Mal, komm, machst du mal so 30 Minuten oder so. Das ist schon ein bisschen lang für ein Video, eigentlich auf YouTube. Ist ja dir alles so ungeduldig geworden. Laut Statistik. Aber ich baue halt gern so lang, ne? Deswegen. That's it für heute. Die Base Mountain Villa. Gebaut ohne Packs. Ich hoffe, ich habe nichts aus Versehen genommen, sonst laut schreien bzw. kommentieren. Dann sehe ich das. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge mit euren Meinungen und Ideen dann wieder. Fleißig kommentieren. Vielen lieben Dank. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.